darf Sie herzlich begrüßen. Wir wollen einige Gedanken, möchte ich Ihnen mitteilen, zu dem Palmsonntagsliturgie, die wir heuer leider, wie Sie wissen, ja nicht feiern können. Sicher ist Ihnen diese Feier bekannt, haben Sie doch oftmals daran teilgenommen, beginnend mit der Segnung der Palmzweige am Hauptplatz und den Einzug der Prozession in die Pfarrkirche mit anschließender Heiligen Messe. Zu Beginn der Palmprozession möchten wir auf den Ölberg schauen. Vom Ölberg aus ist Jesus in seine Stadt eingezogen. Helle Begeisterung, Jubel war da zu hören über Jesus, der auf einen jungen Esel, ganz bewusst auf einen Esel reitend, sich der Stadt nähert, um dort das Abendmahl zu feiern, um dort dann am Ölberg mit dem Willen des Vaters, mit dem Gottes Willen zu ringen. Und dort beginnt dann seine Passion von der religiösen Obrigkeit und dann auch vom römischen Statthalter zu Tode verurteilt. Der Anfang ist einfach fast euphorisch. Es zieht jetzt der Messias in seine Stadt ein. Diesen Eindruck haben wir, welch ein Gegensatz, Jubel der vielen, die in Jesus den Messias sehen und tatsächlich an ihn glauben als Messias. Hat er nicht zuvor den toten Lazarus erweckt? Dann nicht von ungefähr, dass Jesus auch auf einen Esel reitend in die Stadt einzieht, nicht auf einem Pferd. Nein, der Esel war das Tier eigentlich, auf den die ersten Könige Israels auch geritten sind. Dann der messianische Ruf, Hosanna, dem Sohn Davids. Das ist ein Glaubensbekenntnis gewesen. Das ist der Sohn Davids, nicht nur ein Nachkomme, sondern Sohn Davids, das ist der Messias, das ist unser Messias. Ein auf das Ereignis des Einzugs und der Verehrung Jesu als König und Messias wird dann das Evangelium gelesen, draußen noch am Hauptplatz das kürzere Evangelium vom Einzug eben. Dann ist der Einzug in die Kirche. Wir hören in der Kirche die erste Lesung aus dem Jesaja-Text. Der Jubel ist abgeklungen und die erste Lesung führt uns schon das Leiden des Herrn in der Prophezie des Propheten Jesaja vor Augen. Und Psalm 22 wird gelesen. Das ist praktisch der Sterbepsalm im alten Judentum, auch bis heute und damals auch. Und mit dem Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In der Philipperbrieflesung wird das Herabsteigen des Gottessohnes in die Welt des Todes und zu uns zu Gehör gebracht. Die Lesung, die also auch schon hindeutet auf die Passion. Es ist gerade in dieser Liturgie ein besonderer Gegensatz oder Bruch auch zu spüren. Jubel auf der einen Seite, und so war es ja auch in Wirklichkeit. Natürlich ist es nicht so, dass sich die jubelnden Leute nur, dann umgeschaltet hätten, wohl vielleicht auch, aber die haben sich zurückgezogen. Die anderen waren doch in der Mehrheit und man hat Angst gehabt vor dem Hohen Rat und vor den Römern auch. Ja, Passionsbericht der Evangelien, vielleicht können Sie mal auch, das ist durchaus ein Rat an Sie, die Passion nach Johannes oder Matthäus lesen. Beten wir auch in diesen Tagen, auch füreinander, für die Leidenden, für die kranken Menschen und für die, die von Zweifeln geplagt werden. Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben den ewigen Tod entrissen hat, stärke unseren Glauben und führe uns zur unvergänglichen Herrlichkeit, wenn sie auch kein Bäumzweigerl heuer, aber vielleicht kriegen wir noch irgendwo ans Herr, wie es üblich ist, heute nach Hause nehmen können, blicken Sie zu Hause auf ein Kreuz, das Sie sicher haben, oder ein Bild auf ein Bild der Mutter Jesu.
und formen Sie Ihre eigenen persönlichen Gedanken zum Gebet. Herr, du bist auch unsere Hoffnung. Wir vertrauen dir unser Leben an und das Leben unserer Lieben. Das waren so einige Gedanken zum Palmsonntag.